Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed und wir sind hier am Rande des Sarlax. Juno, seht ihr das? Ja, ich sehe das. Wieso in aller Welt würde das Imperium so etwas machen? Du brauchst keinen Grund. Aber ich wette, sie verfolgen die letzten verbliebenen Philoschianer. Ich mach mal kurz die Untertitel an, weil das höre ich selbst kaum, was der da labert, der Proxy. Der Proxy hat so die unangenehme Angewohnheit, etwas leise zu reden. Spiel, Schwierigkeit, Ziff. Vibration aus. Y, ich befürchte, da gibt's gar keine Untertitel, kann das sein? Ja, scheint so zu sein, dass wir hier leider keine Untertitel zur Verfügung haben. Ja, das tut mir leid. Na gut, dann halt ohne Untertitel. Tut mir leid, wenn ihr es nicht ganz so gut hören könnt. Ich kann es selber nicht gut hören. Proxy erzählt uns nämlich gerade, was wir eigentlich machen sollen. Irgendwas von Generatoren hat er gesagt. Ich weiß es aber auch selber, was ich machen muss. Ich muss hier nämlich oben was kaputt machen. Schließlich habe ich das Spiel ja schon zweimal durchgespielt mittlerweile. Einmal auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Einmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad habe ich es durchgespielt. Und das ist jetzt wieder auf dem normalen, beziehungsweise auf dem zweiten von vier, glaube ich, ist es. So. Da wurde gleich mal vom Sarlacc verspeist. Das müssen wir irgendwie überlasten, glaube ich, oder so war das. So, einen von drei Stabilitätsgeneratoren haben wir überladen oder so. Ne, geladen haben wir ihn. Ah ja, da kommt jetzt so der Strom da irgendwie rüber. Wieso auch immer und weshalb und warum fällst du gerade um und fällst in den Sarlacc rein? Egal. So, du fliegst mal darüber. Kann ich nicht mittlerweile zwei hochheben? Eigentlich müsste ich doch zwei hochheben können. Egal. Schauen wir mal, wo müssen wir als nächstes hin? Da ganz drüben sehe ich noch einen. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier erstmal rüber. Hilfe, das sind ja gelenkte Dinger. Werfen wir einfach jeden in jeden rein. Wow, den haben wir ziemlich viel abgezogen, dadurch, dass wir ihn in Klone reingeworfen haben. Scheint eine effektive Methode zu sein, ihn auszuschalten. Hätte ich schon mal früher probieren sollen. Ah, nee, da geh mal lieber weg. Muss hier aufpassen, sonst falle ich wieder unten in den Sarlacc rein oder so. In sowas bin ich ja begabt, wie ihr wisst. Haben wir ja schon gesehen, wo wir die Himmelsplattform auseinandergenommen haben, wo ich mehrmals in Sachen nach unten gefallen bin. Das versuche ich jetzt mal nicht zu wiederholen, denn das war dämlich. So, hier ist das zweite Stabilitätsdingens da, keine Ahnung. Juno, ich spüre... Was hat dieser Kreatur spüren? Es ist schrecklich. Könnt ihr vielleicht den Schmerz der Kreatur irgendwie hindern? Könnt ihr die Kräne zerstören, die sie festhalten? Danke. Also der Sarlacc scheint hier zu leiden. Den armen Sarlacc, den das Imperium hier durchlöchert, warum auch immer. Einfach weil sie es können. Weil das Imperium böse ist und das kann. Nee, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht. Weiß auch nicht, was sich das Imperium davon verspricht, den Sarlacc zu durchlöchern. Vielleicht haben sich da noch ein paar Felucianer in den zurückgezogen oder so und verstecken sich dort von Imperium. Das wäre aber meiner Meinung nach trotzdem nicht diesen Aufwand wert hier. Diese riesigen Geräte, die sie hier platziert haben. Naja. Sie werden schon wissen, was sie da tun. Ich für meinen Teil versuche hier einfach mal ihnen entgegenzuwirken. So, ist da noch drüben irgendwo was? So was Holocron-mäßiges oder so? Schaut nicht so aus. Da oben ist aber ein Holocron. Das versuche ich mal zu bekommen. Ohne zu sterben. Ja, doch, das müsste bekommbar sein, wenn ich da oben drauf springe. So, ja, doch. So, 10.000 Machtpunkte haben wir uns mal wieder verdient. Da steigen wir bestimmt bald wieder mal eine Stufe auf. So, jetzt wo muss ich hin? Wo war ich noch nicht? Okay, da blitzt links schon. Das heißt, ich war auf der anderen Seite noch nicht. Ich war hier noch nicht. Da war ich noch nicht. Dann gehe ich mal dahin. Mittlerweile ist auch ein bisschen die Gegenwehr ein bisschen runtergegangen. Es sind nur noch die hier, die sich wehren gegen mich. Aber die werden auch nicht mehr lange leben. Da sieht man, da haben sie den Sarlacc den Arm abgeschnitten. Oder einen seiner Fangarme abgeschnitten. Armes Viech. Wobei der Sarlacc jetzt auch nicht unbedingt das Viech ist, was ich unbedingt in meiner Nachbarschaft haben möchte. Aber nun ja, quälen muss man ihn ja auch nicht. Ah, wieso rutscht du denn mal runter? Sollst da hochspringen, sollst du. Ja, genau. Machen wir mal meine Lieblingsfähigkeit. Ups, was war denn das? Okay, die Fähigkeit kannte ich gar nicht. Ach, egal. Hau sie einfach weg. So, das funktioniert auch. Einfach alle weghauen.
Und dann bleibt uns nur noch das letzte Ding zu aktivieren. Suche im Magen des Salak nach Senator Organa. Ja. Der hat aber sich ein schöner Platz. Eindeutig. Aber hey, so einen Salak kann man auch überleben. Boba Fett hat den Salak ja auch überlebt im sechsten Teil. Auch wenn man das nicht mehr in der sechsten Episode, auch wenn man das nicht mehr im Film gesehen hat. Aber in den Büchern oder so stand das anscheinend noch, was danach passiert ist. Kann man auch nochmal irgendwo nachlesen. So, und wir fahren mal runter in den Salak. An den Ort, an den ich eigentlich überhaupt nicht möchte. Bäh, nee. Also in den Salak rein. Bäh, nee, nee. Das muss ja... Nee, da hätte ich Angst. Also echt. Da will ich nicht rein. Muss ich ehrlich sagen. So, hier ist die ganze Imperiums-Sachen. Na großartig. Juno, könnt ihr mich hören? Okay, Juno hat anscheinend keine Verbindung mehr zu uns, weil wir hier... Das erinnert mich an die... Da kann man aber absäbeln, die Dinger, glaube ich, ja. Ich glaube, das erinnert mich so ein bisschen an die Brutmutter, wenn ihr die kennt. Okay, wenn das Ding leuchtet, dann kann er mich nicht fressen. Dann frisst er mich nicht. Diese Dinger hier erinnern mich ein bisschen an die Brutmutter, wenn ihr die kennt aus Dragon Age 1. Da ist auch so alles so fleischig und so. Alles mehr oder weniger eher. Okay, wir sollen uns von irgendeinem unteren Trakt fernhalten, hat die gute Juno gerade gesagt. Und hier seht ihr ein Holocron. Das ist, glaube ich, das schwierigste Holocron im ganzen Spiel zu bekommen. Weil da muss man perfekt getimed springen. Ich habe mich damals so aufgeregt. Ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe, dieses behinderte Holocron da vorne zu finden. Weil wenn ihr so fast perfekt macht wie jetzt, dann seht ihr, klappt's nicht. Und wenn ich jetzt... hör auf mich zu fressen. Und wenn ich das jetzt doch mal versuchen wollte, dann müsste ich nochmal den letzten Checkpoint laden und so. Das habe ich ewig versucht. Dann gibt es irgendeinen speziellen Trick mit irgendeiner Attacke, dass man das Holocron da oben kriegt. Nun gut, aber das werden wir uns mal sparen. Weil das ist echt eine ärgerliche Angelegenheit. Ja, ich höre dich. Naja, so ein bisschen höre ich dich zumindest, Juno. So besonders gut höre ich dich allerdings nicht. So, was haben wir hier noch Schönes? Ja. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn ich dieses Ding hier nicht aktiviere. Ja, da werde ich nämlich mal eine Runde vom Salak ein bisschen lieb gehabt. Und das kostet mich fast meine ganze Lebensenergie. Das Ding aktivieren, das soll... Jetzt zieht er sich auch zurück. Also ihr habt gesehen, wenn wir uns von dem fressen lassen, das ist fast tödlich. Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Ja, die Windströme im Magen des Salak. Müssen wir uns immer hinter diesen Säulen hier verstecken, weil da können wir nicht getroffen werden. Aber auch die Felucianer müssen... leiden. Auch diese werden von denen getroffen. Ich weiß gar nicht, wo noch welche sind. Ich versuche mal ein bisschen weiter... Nein, okay, das war eine dumme Idee. Ich wollte sagen, ich versuche mal ein bisschen weiter nach vorne zu kommen, aber... da stapeln sich die Felucianer. So, ich habe mir dann zwar ein paar von denen getötet. Ich weiß nicht, wie viele davon kommen. Aber die kommen hier ungefähr so viel klar mit dem Magen des Salak wie ich. Das ist gut zu wissen. Nein, na verdammt. Ach, komm, geh hoch. Na, immerhin ein bisschen konnten wir uns vorwagen. Bevor wieder der Atem des... Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich der Atem. Ich vermute mal, dass das Ding atmet. Und dass der uns hier immer entgegenwirkt, dass wir hier in der Luftröhre sind oder sowas. Oder jedenfalls das entsprechende Teil... beim Salak. Als nächstes versuche ich mal da rechts rüber zu kommen, damit ich mir das noch das Holocron holen kann. So, komm, geh weiter. Beeil dich, bevor wir wieder tot sind. Kann ich ihn nicht in der Luft halten, dann müsste er wieder zurückgesäugt werden, ja. Ja, oh, das krieg ich sogar die Punkte. Obwohl der Salak ihn eigentlich getötet hat, finde ich gut. So, mal wieder ein paar Schritte weiter. Das muss man ganz langsam machen, weil wenn man nicht aufpasst, dann ist man ganz schnell wieder... ganz da hinten und da muss man den ganzen Weg nochmal nach vorne laufen und deswegen versuche ich immer nur so ein paar Schritte nach vorne zu gehen und das nicht zu übertreiben. So, wo fängt es an? Da vorne kommt es irgendwo raus dann. Ich glaube, beim nächsten Mal könnten wir es schon fast wagen.
Beim nächsten Mal könnten wir schon fast wagen, nach ganz vorne zu gehen. Jetzt hat er übrigens wieder ein rotes Lichtschwert, fällt mir gerade auf. In der letzten Mission hatten wir ein blaues Lichtschwert, jetzt haben wir anscheinend wieder ein rotes. Ich hoffe mal, ich komme hier rein. Ja, doch. Hier muss ich irgendwie weiter. Ah ja. Ah ja. Hm. Bah. Nee. Uah, das musste erstinken in dem Sarlacc. Warum hat er jetzt wieder ein blaues Lichtschwert? Gerade eben hat er da drin noch ein rotes Lichtschwert gehabt. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Hat er zwei Lichtschwerter dabei oder habe ich einen Spielfehler gefunden? Weil gerade eben hat er eindeutig ein rotes Lichtschwert. Naja. Seid ihr noch da? Wiederhole, versteht ihr mich? Ja, ja. Ich bin hier, Junior. Oh, ist alles in Ordnung? Seid ihr verletzt? Ich werde es überleben. Gut, euer Signal ist wieder stark. Doch ich empfange mehr Lebenszeichen, die auf euch zukommen. Na, immerhin scheint der gute Bail Organa doch nicht im Magen des Sarlacc gewesen zu sein, weil wir waren ja gerade im Magen des Sarlacc und da habe ich den Bail nicht gesehen. Da habe ich nur ein paar von euch ekelhaften Viechern hier gesehen. Anscheinend lebt hier noch irgendwo ein Häuptling. Aber ich sehe den Häuptling gerade nicht. Hey, mal wieder so einer. Hatten wir auch lange nicht mehr. Ein kleiner Rancor. Wie komme ich da oben ran? Weiß ich gerade nicht. Ah, da bist du. Nein, nicht porten. Das habe ich nicht so gerne. So, jetzt dürften wir ihn aber ausgeschaltet haben. Der hat ein letztes Mal getootet. Ne, ich habe keine Punkte bekommen. Scheint er überlebt zu haben. Wie auch immer. Ist mir zwar auch gerade ein... Ja, der tootet noch irgendwo rum. So, wir bewerfen mal wieder die... Na, er trifft doch. Nein! Nicht mich mit Steinen abwerfen. Nein! Werfen! Nein, doch nicht dahin! Auf den Rancor sollst du das Ding werfen. Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Ich probiere mal den Rancor ein bisschen zu schocken. Vielleicht hilft das ja. Ja, doch, das Schocken scheint was zu helfen. Ich höre schon wieder irgendwo Klonen, Sturmtruppen hinter mir rumlatschen. Weiß aber nicht genau wo. Ja, ja, hör auf mich mit Steinen zu bewerfen. Wir können uns hier gegenseitig bewerfen. Mal schauen, wer länger durchhält. Zweifelsfall, glaube ich, halte ich länger durch. Wobei du auch durchaus gut werfen kannst und mir Schmerzen bereiten kannst. Scheiße, ich habe keine Macht mehr. Jetzt wollte ich ihn gerade schön mal die Blitze voll reinhauen. Aber da war wohl nichts. Na, jetzt haben wir ihn aber gleich. Jetzt müssten wir ihn eigentlich schon finishen können. Ja, können wir auch. Machen wir das doch gleich mal. Da ist die Freude wieder grenzenlos hier. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Nee. Einmal B noch drücken und nochmal Y. Und jetzt haben wir ihn aber. Ja, ja, was kommt jetzt? Jetzt kommt der große Blitzangriff. Der Blitzkrieg wird hier geführt. Und ich weiß gar nicht, wo ich weiter muss. Ich glaube, da oben muss ich weiter. Die stehen da so ein bisschen dämlich rum. Da werfe ich mal was hoch, damit sie sich auch an mich erinnern. Und du kommst da gleich noch zu deinen Freunden nach da oben. Ich glaube, ich versuche nochmal, das alle Holocron da zu bekommen. Beziehungsweise ich schau mal, ob ich da irgendwo hochkomme. Vielleicht hier so, mich hinstelle. Hier drauf vielleicht? Nein. An die Überreste eines Beines, eines AT-AT. Keine Ahnung, sieht so ein bisschen so aus. Ah ja, anscheinend komme ich da immerhin schon mal drauf. Das ist gut, aber da komme ich leider nicht da hoch. Da muss ich mich hier drauf stellen, vermute ich mal. Ah ja, das klappt. So, und wir haben eine Machtkombosphäre erwischt. Das freut mich außerordentlich. Jetzt müssen wir noch die da oben erwischen. Die Machtkombosphäre. Ist die Frage, wie wir da hochkommen. Also wie wir da hochkommen, ist keine Frage, aber wie wir an die Machtkombosphäre da oben kommen. Wahrscheinlich auf die Pflanze da drauf springen. Nein, nicht da runterrutschen. Na gut. Ja, doch, das mit der Pflanze müsste klappen. Wenn wir nicht durch die Pflanze durchfallen. Nein, das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Schauen wir mal, wo ist Holocron, auf welcher Höhe ist. Okay, das sehe ich von hier aus nicht mehr. Aber wieso fällt der durch die blöde Pflanze durch? Ist doch eindeutig eine Pflanze da. Egal. Dann hole ich mir das Holocron halt nicht. Wenn ich hier nur von Bugs aufgehalten werde, ist das natürlich äußerst ärgerlich. Vielleicht muss ich auch noch eine Etage höher und komme dann locker hin. Das kann natürlich auch sein, dass ich bloß wieder nicht weit genug gegangen bin. Nein, du sollst... Ach, egal. Gute Reise. Wieso leckt das eigentlich immer? Ab und zu mal, das frage ich mich auch. Ist auch eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann. Die ich mir aber gerne beantworten würde. So, schauen wir mal, was genau der perfekte Abstand ist.
Jawohl, instabiler blauer Lichtschwertkristall haben wir bekommen. Werde ich jetzt aber nicht verwenden. Ich werde jetzt erstmal den da ein bisschen schockdingsen und dann irgendwo weghauen. Ach, das zieht dem wieder nichts ab, gell. Das ist natürlich ärgerlich, dass das dem nichts abzieht. Aua. Aua, irgendwas hat mich in der Luft erwischt. Ja, unter anderem er hat mich in der Luft erwischt. Na komm her. Komm her und du bist tot. So. Ach, da vorne ist noch einer. Also ich hatte eigentlich gemeint, einer reicht, aber anscheinend reicht einer nicht. Mann, wieso hast du die blöde Pflanze nicht kaputt gemacht? Der wurde von der eigenen Pflanze getroffen. Sehr schön. Ah, die können so auf den Boden kriechen. Glaubt er mir, besser ausweichen zu können oder sowas? Weiß auch nicht, was er sich da erhofft hat von. Gebracht hat es ihm aber auch nichts, denn jetzt ist er gleich tot. Ja, ja. Du wirst schon sehen, was du davon hast, mich anzugreifen. Und ich habe so das Gefühl, den Angriff kann ich nicht ausweichen. Aber ich habe es gerade noch geschafft, ihm auszuweichen. So, jetzt bist du aber tot. Und die blöde Pflanze da vorne, die schocken wir auch noch gleich. So, weg bist du. Und da vorne wartet ein weiterer Rancor auf uns. Hm, ist da sonst nichts mehr da vorne? Nur dieser eine Rancor? Ja, mit so einem kleinen Rancor. Zum kleinen Rancor wären wir ja eigentlich fertig. Aber ich würde sagen, den kleinen Rancor da vorne, den heben wir uns für das nächste Mal auf. Weil jetzt ist schon wieder sehr lange und das sieht so ein bisschen nach Endgegnerkampf da vorne aus. Also bis zum nächsten Mal. Servus.